Die Aufregung war groß. Was passiert da im Roten Turm? So viele Feuerwehrautos und das mit Blaulicht. Die Antwort war der Empfang eines neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter ob Judenburg. Viele andere Wehren haben sich diesem Konvoi angeschlossen mit dem Ziel, dem Rüsthaus in St. Peter. Hier wurden dann gebührend dem Anlass einige Willkommens- und Dankesworte gesprochen. Hier, Feuerwehr St. Peter, unser neues KLF ist soeben in St. Peter eingetroffen. Somit ist die Feuerwehr St. Peter wieder voll einsatzbereit. Kommen. Hier, Florian Steiermark in Gutheil mit neuem Fahrzeug. Verstanden, Ende. Das Fahrzeug ist ein Mercedes Sprinter, Allradfahrzeug, technisch ausgestattet für den Branddienst mit dazugehörendem Notstromaggregat, Notstromanlage, Beleuchtungsanlage, so dass wir für unterschiedlichste technische als auch brandtechnische Dinge für die Bevölkerung und die Sicherheit unserer Tätigkeit vollführen können. Die Begeisterung und auch Neugierde bei der Bevölkerung war groß und die Kameraden waren gerne bereit, alle Details am Fahrzeug vorzuführen und zu zeigen. Wir wünschen, wie auch die Anwesenden, den Kameraden viele Übungsstunden, jedoch wenige Einsätze mit diesem neuen Fahrzeug.